Seit nunmehr weit über 20 Jahren begleiten One Piece-Fans die Strohhüte auf ihrer Reise durch die Manga- und Anime-Meere. Leser und Zuschauer wurden Zeugen großer Versprechen, großer Träume, großer Kämpfe oder großer Freundschaften und großer Mysterien. Ich stelle euch nun 10 bislang ungelöste Fragen aus dem One Piece-Universum vor. Wie allgemein bekannt, haben die Bewohner des antiken Königreichs der Nachwelt 3 mächtige Waffen hinterlassen, die nach Gottheiten aus der griechischen Mythologie benannt sind: Pluton, Poseidon und Uranus. Während Pluton als Kriegsschiff bezeichnet wird und sich Poseidon als die vererbbare Macht entpuppte, Seekönige zu beherrschen, sind Form und Funktionsweise der antiken Waffe Uranus nach wie vor ein großes Rätsel. Nico Robin erwähnte Uranus in einem Gespräch mit König Neptun. Mehr ist dazu nicht bekannt. Wo wir gerade von Neptun sprechen. Zwischen seiner Heimat, der Fischmenscheninsel, und Water 7 liegt das mysteriöse Dreieck, das zahlreiche Geheimnisse birgt. So verschwinden hier zum Beispiel aus unerklärlichen Gründen immer wieder Schiffe. Zwar war Gecko Moria an einem nicht zu verachtenden Teil dieser Vorfälle beteiligt, jedoch ist die Thriller Bark nicht das einzige Mysterium im Dreieck. So treibt hier auch ein gigantisches Schattenmonster sein Unwesen. Die größte Kreatur in der gesamten One Piece Saga. Das genaue Aussehen ist unbekannt. Bei dem Monster handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Anspielung auf die Umibosu, Schattenwesen, die laut japanischer Folklore bei stürmischem Wetter auf See erscheinen und Schiffe attackieren. Über die 4 Blues und die Red Line herrscht die Weltregierung, eine vermeintlich führerlose Organisation, an deren Spitze die 5 Weisen stehen. Und knien, denn seit einiger Zeit wissen wir, dass dort sehr wohl jemand auf dem angeblich leeren Thron der Welt sitzt. Und zwar der geheimnisvolle Im, der augenscheinlich die Autorität über die gesamte Welt von One Piece sein eigen nennt. Um die Gestalt ranken sich unterschiedliche Theorien, vom Vater der Teufelsfrüchte bis hin zum Nachkommen des antiken Königs. Ims besondere Aufmerksamkeit genießen unter anderem Blackbeard und Ruffy. Apropos Ruffy. Ähnlich wie die Darstellung zahlreicher Familien in One Piece ist auch die der Hauptfigur recht väterlich geprägt. Die Mütter vieler relevanter Charaktere sind entweder als verstorben bestätigt oder nicht bekannt, so auch im Fall des Strohhutpiraten. Während mit Dragon zumindest die Identität seines Vaters geklärt ist, bleibt die seiner Mutter weiter im Verborgenen. Ruffy wuchs unter dem harschen Training seines Großvaters Monkey D. Garp auf. Als Leihmutter wäre noch die Bergräuberin Dadan erwähnenswert, die dem von Eiichiro Oda beschriebenen Image von Ruffys Erzeugerin wohl am nächsten kommt. So sagte der One Piece-Schöpfer nämlich mal in einem Interview, dass Ruffy in keinem Fall eine schöne Mutter habe. Vielmehr wäre sie eine raue Dame mit einer für Frauen mittleren Alters typischen Dauerwelle. Erst vor kurzem bestätigte Oda-Sensei zudem, dass Ruffys Mutter keinen Part in der Geschichte ihres Sohnes einnehmen wird. Auch nach knapp 1000 One Piece Kapiteln prangt noch immer ein großes Fragezeichen hinter der Wahrheit über die Teufelsfrüchte, die demjenigen, der davon isst, sagenhafte Kräfte verleihen. Dafür muss ein Nutzer jedoch in den sauren Apfel oder die saure Teufelsfrucht beißen und in Kauf nehmen, dass er im Gegenzug für immer die Fähigkeit zu schwimmen verliert. Woher die Früchte stammen, warum Blackbeard als einziger Mensch in der Lage ist, 2 Teufelskräfte gleichzeitig zu nutzen und all die anderen ungeklärten Fragen, wird wohl eines Tages der mysteriöse Charakter Dr. Vegapunk lüften. Beim Teufelsfruchtnutzer Rafid ist das Mysterium der Teufelskräfte sogar noch nebulöser. So ist zwar bekannt, dass der für seine Grausamkeit gefürchtete Kapitän und Navigator des 5. Schiffes der Blackbeard-Flotte über die Fähigkeit verfügt, Flügel zu erschaffen. Welcher Frucht er das zu verdanken hat und ob die Wirkung dieses Exemplars vielleicht sogar noch über diese Eigenschaft hinausgeht, ist nach wie vor unklar.
legt man die vier Road-Ponyglyphen zusammen, verbindet sie miteinander, errechnet den Ort, an dem sich die Linien kreuzen und dringt bis zum äußersten Ende der Grand Line vor, erreicht man die Insel Laugh-Tale. In der Originalversion war dieser Ort, an dem das One Piece vermutet wird, lange als Raftel bekannt, in der deutschen Variante als Unicorn. Seit dem Kinofilm One Piece Stampede wird der Name mit Laugh-Tale romanisiert. Getauft wurde das Eiland auf diesen ungewöhnlichen Namen von Goldie Roger. Der einstige König der Piraten erlitt nämlich einen Lachanfall, nachdem er dort einen sagenumwobenen Gegenstand aufspürte, den Joy Boy, eine Figur aus dem verlorenen Jahrhundert, auf der Insel einst versteckte. Was genau ihm dieses schallende Gelächter entlockt hat, ist genauso rätselhaft wie die Insel selbst. Der Calm Belt ist ein Bereich des Meeres, der die Grand Line nach Norden und Süden vom Rest des Ozeans abgrenzt. Somit zieht er sich, getreu dem Begriff Belt, wie ein Gürtel um den gesamten Globus. Damit wäre der eine Teil des Namens erklärt. Der zweite, nämlich Calm, also ruhig, lässt sich auf die Windstille zurückführen, die dort herrscht. Zusätzlich erschweren riesige Meeresungeheuer, die vorhin erwähnten Seekönige, die im Calm Belt ihr Unwesen treiben, den Piraten das Weiterkommen in diesem Gebiet. Die Flotte der Marine bleibt hingegen verschont. Hierfür ist eine spezielle Seesteinschicht am Grund ihrer Schiffe verantwortlich. Noch gibt es keine meteorologische Erklärung für die Phänomene des Calm Belts. Auch der Ursprung der Seekönige ist bislang ungeklärt. Über riesenhafte Seeungeheuer und gigantische Schattenkreaturen sprachen wir ja bereits. Im Manga-Kapitel 802 stapfte dann erstmals dieser über 35 Kilometer hohe und mit zwei Kniegelenken ausgestattete Dickhäuter durch die One Piece-Saga. Der Titanenelefant Tsunisha oder auch Sonushi trägt die Insel so, zu Deutsch Elefant, auf seinem monströsen Rücken. Die Heimat der Minks. Allein zur Bedeutung seines Namens könnte man ein separates Video mit Abstechern in den Hinduismus oder die Gemälde von Salvador Dalí machen. Das Wesen soll ein schweres Verbrechen begangen haben und mit einer ewigen Wanderung durch die Meere für eben dieses Buße tun. Mit einem Alter von über 1000 Jahren ist der Riesenelefant die älteste Kreatur im One Piece-Universum. Das einzige Lebewesen, das den Titanen befehligen kann, ist Momonosuke Kozuki. Warum das so ist, wurde bislang noch nicht aufgelöst. Der Charakter Bellamy glaubt nicht an Hirngespinste, doch in seiner flammenden Ansprache darüber, dass man sich nur auf das fokussieren sollte, was vor einem liegt, fiel erstmals der Name Smaragd statt. Über die mögliche Existenz der mystischen Edelsteinmetropole, die Bellamy hier als Ammenmärchen abtut, gibt es bislang keine weiteren Informationen. Ob sie tatsächlich existiert, ist zweifelhaft, aber nicht unmöglich. Denn schon bei der Existenz der goldenen Stadt Shandora irrte sich der Kapitän gewaltig. Ach so, und dann wäre da natürlich auch noch die nicht ganz unwichtige Frage, was es eigentlich mit dem One Piece auf sich hat. Übrigens, vor ziemlich genau 6 Jahren habe ich schon mal ein Video zu den größten One Piece-Geheimnissen hochgeladen. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Ich freue mich auf eure Theorien und Spekulationen zu den ungelösten Fragen in den Kommentaren.